Ich verdiene nicht über 1000 Euro netto im Monat und schaffe es trotzdem, 60% meines Geldes beiseite zu legen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin, heute ist Freitag, das heißt, es geht um das Thema Finanzen, Sparen, whatever. Bei mir ein bisschen mehr bezogen auf Sparen und darum soll es auch heute gehen. Und zwar geht es heute um eine Methode, die das Sparen am einfachsten macht, beziehungsweise am sinnvollsten. Und zwar laut Begriff Pay Yourself First. Das heißt, bezahl dich selbst zuerst. Und das basiert darauf, dass man am Anfang des Monats, wenn man Gehalt kriegt, beziehungsweise man kriegt man meistens am Ende des Monats Gehalt, aber das geht ja dann, ne, der Ende des Monats ist ja Anfang des nächsten Monats in den meisten Fällen, zumindest sind die ziemlich nah beieinander. Und Pay Yourself wird einfach gemeint, dass man am Anfang des Monats sich sein Geld, was man auf seinem Konto hat, einen gewissen Teil beiseite legt, damit man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, dieses Geld über den Monat verteilt auszugeben. Das ist meiner Meinung nach die sinnvollste Sparmethode, da wir uns selber nicht bescheißen können. Viele Leute fahren mit dem Prinzip, am Ende des Monats das Geld, was überbleibt, beiseite zu legen. Das kann man da auch noch mit einbauen. Allerdings vom Grundprinzip Pay Yourself First, das heißt, ich bezahle mich selber, ich nehme mein eigenes Geld und spare davon, was bevor ich es überhaupt ausgeben kann, ist meiner Meinung nach am sinnvollsten. Grund dafür ist, ich kann das Geld nicht ausgeben und das Geld, was ich aber beiseite lege, um es zu sparen, ist ja trotzdem noch mein Geld. Ich lege es halt einfach nur beiseite. Und da kann man natürlich auch wieder darüber spekulieren. Die einen Leute verdienen 450 Euro im Monat, die meisten sind es Schüler. Azubis so zwischen 600 und 800 Euro netto im Monat. Und wenn man ausgelernt ist, 1500 Euro plus netto. Das heißt, hier kann man jetzt nicht sagen, jo, packe mal 600 Euro beiseite, weil das macht bei einem 450-Euro-Job einfach keinen Sinn. Man sagt, so 20 bis 30% sollten gut möglich sein. Bei mir persönlich, obwohl ich noch Azubi bin, sind es 60%. Ich nehme 60% meines Geldes, was ich am Anfang des Monats direkt investiere, beziehungsweise beiseite lege. Und auch da kann man wieder sagen, okay, das Geld, was ich am Anfang des Monats beiseite lege, kann ich ja in verschiedene Arten beiseite legen. Das heißt, ich kann mir das als Bargeld zu Hause in eine Spardose schmeißen, ich kann mir das auf ein zweites Konto ziehen, ich kann das Geld in einen Bausparvertrag fließen lassen, ich kann es direkt in Aktien oder Kryptowährungen investieren. Und da ist meiner Meinung nach, sobald man mehr als 300 Euro im Monat beiseite legt, sollte man da etwas verteilen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise sagen will, ich übertreibe jetzt mal, ich verdiene 4000 Euro im Monat, pack 2000 Euro jeden Monat beiseite, dann ist das zwar cool, dass ich es schaffe, im Jahr 12.000, also wenn ich 2.000 beiseite lege, natürlich 24.000 Euro beiseite zu legen, ist wie gesagt nur übertrieben gesagt, dann ist das zwar cool, aber wenn ich überlege, dass die Inflation bei ca. 2,4% liegt, habe ich einfach einen Geldverlust. Das heißt, es macht keinen Sinn, solche großen Mengen an Geld beiseite zu legen, nur um sie da liegen zu haben. Was die meisten natürlich anspricht von uns, ist natürlich, dass wenn man etwas weniger Geld beiseite legt, beispielsweise 200, 300, 400 Euro, hier macht es nicht unbedingt Sinn, das großartig zu investieren, zumindest nicht alles zu investieren. Ich persönlich mache es so, ich habe einen Teil meines Geldes, was auf ein zweites Konto läuft, um beispielsweise Reparaturen an meinem Auto zu bezahlen, am Anfang des Monats, am Anfang des Jahres meine Autoversicherung zu bezahlen, weil bei mir persönlich sind es jetzt 440 Euro für mein Auto, die ich jedes Jahr am Anfang des Jahres zahlen muss. Und es schmerzt einfach, wenn das von deinem Girokonto, das heißt von deinem Konto, mit dem du tagtäglich handelst oder umgehst, wenn das darunter geht. Deswegen packe ich mir das Geld plus Reparaturkosten, etc. alles auf mein zweites Konto, damit ich da immer darauf zurückgreifen kann, falls bei meinem Auto Reparaturen anstehen oder ich eben die Versicherung zahlen muss. Ein anderes Teil oder ein anderer Teil des Geldes läuft bei mir beispielsweise in einen Bausparvertrag. Das heißt, es wird direkt fest angelegt. Ich habe gar keinen Zugriff auf dieses Geld, um Zugriff auf dieses Geld zu haben. Es wäre dumm, weil dann müsste ich Strafe zahlen, beziehungsweise müsste ich drauf zahlen. Das würde ich quasi mehr Geld reinstecken, als ich rausbekomme. Und das macht ja dann irgendwie gar keinen Sinn. Und einen Teil meines Geldes investiere ich automatisch in Aktien oder Kryptowährungen, je nachdem. Und ich persönlich fahre mit der Methode sehr gut. Ich kann dazu sagen, ich fahre ein Auto, ich fahre Motorrad. Ich verdiene nicht über 1000 Euro netto im Monat und schaffe es trotzdem, 60% meines Geldes beiseite zu legen. Das ist natürlich auch wieder, wie ich auch schon in anderen Videos besprochen habe, eine Sache der Prioritäten. Das heißt, ich versaufe jetzt nicht jedes Wochenende 80 Euro. Ich bin aber auch keiner, der nicht vor die Tür geht und sich nichts kauft, sich nichts gönnt. Das heißt, es ist gut möglich und das beweist mir auch einfach, wie viele Leute eigentlich Ausreden finden. Ich habe viele Freunde, Grüße an Hobel,
die beispielsweise am Ende des Monats überhaupt gar kein Geld mehr haben, aber gleich viel oder ähnlich so viel wie ich verdienen und eventuell sogar ein kleineres Auto fahren, günstigeres Auto, was auch immer. Dazu kann ich sagen, mein Auto beispielsweise ist im Spritverbrauch extrem teuer, beziehungsweise extrem hoch. Ich verbrauche ungefähr 10 Liter. So, die meisten Anfängerautos verbrauchen so 5, 6 Liter, maximal 7 vielleicht. Ich verbrauche 10 Liter und mein Arbeitsweg ist auch nicht der geringste und trotzdem schaffe ich es, das Geld beiseite zu legen. Das heißt, das beweist mir halt einfach, dass viele Leute einfach Ausreden suchen und ja, sich selber quasi bescheißen. Da kann man auch niemanden Vorwürfe machen, beziehungsweise möchte ich da auch niemanden für ankreiden oder sagen, du, weil jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das, was ich hier vorstelle, sind Sparmethoden, die für mich perfekt sind. Und dieses Pay-Yourself-First-System ist für mich perfekt. Ich habe am Ende des Monats trotzdem noch Geld über. Und das Geld kann ich dann rausballern, wie ich möchte. Und trotzdem habe ich 60% meines Geldes gespart. Ich wohne natürlich noch bei meinen Eltern, sollte man auch dazu sagen. Ich bezahle kein Kostgeld. Meine Eltern nehmen einfach mein Kindergeld. Das sind, keine Ahnung, 230 Euro. Ich muss dafür nichts zahlen, dass ich hier wohnen kann. Aber ich habe trotzdem laufende Kosten durch Spritverbrauch, weil ich 50 Kilometer Arbeitsweg habe. Sekunde. Oh, Katastrophe. Ich habe trotzdem mein Spritgeld, ich habe trotzdem mein Auto, ich habe trotzdem mein Motorrad, ich habe natürlich laufende Reparaturkosten. Und nochmal als kleiner Tipp nebenbei: Denkt nicht, ein Auto ist teuer, beziehungsweise die Anschaffung ist teuer, sondern der Unterhalt ist teuer. Viele Leute denken immer, okay, ich kaufe mir jetzt ein dickes Auto, dann habe ich einen dicken Batzen Geld bezahlt, aber dann habe ich erstmal lange ein geiles Auto. Glaubt mir, die Instandhaltung und Reparaturkosten an so einem Auto sind deutlich teurer als das Auto an sich, wenn man das Auto ein paar Jahre hält. Also gerade für uns jungen Leute ist es eigentlich nicht so empfehlenswert, das zu machen, was ich mache, das heißt, sich ein Auto zu kaufen, was teurer ist als 6 Monatsgehälter, deutlich teurer als 6 Monatsgehälter, ist eigentlich dumm. Für mich ist es halt eine Sache der Priorität. Ich fahre sehr gerne Auto. Ich habe sehr gerne ein Auto mit ein bisschen mehr Leistung. Und dafür gehe ich halt beispielsweise nicht viermal im Monat fett feiern und versaufe da 70, 80 Euro. Da ist halt, wie gesagt, eine Sache der Prioritäten. Aber es beweist mir halt, dass es jeder schaffen kann, eine gute Nummer Geld beiseite zu legen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, Leute.